Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2017. Hier im Fürstentum in Monaco, wo nichts ist, wie es ist. Wir waren Sechster im freien Training mit der 1.13.3 und ich bin gespannt, ob ich diese Zeit nochmal fahren kann. Das wird die Frage aller Fragen sein. Das Rennen am Anfang leichter Regen, dann soll es trocken werden. Das ist auch nochmal eine super Einleitung für uns, für das Rennen. Ein Superstart, es geht kaum noch besser. Ein komplettes Regenrennen wäre hier nicht wirklich von fort. Da ist nicht gerade schon jemand rausgefahren. Ja, Ocon macht sich schon auf die Fersen. Der Ferrari gleich dahinter und wir auch. Die KI scheint hier Probleme zu haben, die Hafenschikane jedes Mal zu treffen. Da stand der Lewis zum Beispiel schon und noch ein anderer Fahrer habe ich im freien Training gesehen. Und diese 1.13.3, wie weit könntet ihr uns da vorne bringen oder knacke ich hier sogar die 13er Zeit? Wobei ich sagen muss, das wäre schon ja sehr krass, wenn ich die 13er Zeit knacken könnte. Also wenn ich die 3.13 wiederholen kann, mal schauen, wo wir dann hier am Ende stehen. Also Q1 sollte das nicht das Problem sein. Und ja, hier wird man auch nicht wirklich gerade super rausgelassen, finde ich, aus der Boxengasse. Stall und Co. sind ein geiles Thema. Laut Qualifying Tempo sollen wir hier 13. werden. Also Q2 soll machbar sein. Ich lasse den Stall mal schon vorbei. So, weil ich will keinen vor mir haben. Fernando geht es hier auf jeden Fall zu schlagen. Den habe ich aber schon immer eine Sekunde im freien Training abgenommen mit dieser 13.3. Er ist maximal in der 14er Zeit gefahren. Und auf den Soft habe ich gedacht, da fuhr ich eine 16er Zeit. Wow, ist der Unterschied hier krass. Mal schauen, wie groß der Unterschied hier ist zwischen Fett und Max. Sollte nicht allzu groß sein. Ich bin hier am Überlegen, ob ich hier überhaupt auf Max fahre, außer im Tunnel oder auf Skat-Ziel. Denn die Hinterachse ist sonst das große Problem. Hier reicht man jetzt sogar ganz kurz den dritten. Ich habe natürlich die Komponenten schon ausgetauscht. Ist natürlich logisch. Weil die haben im Training, weil die habe ich schon nach dem zweiten Training ausgetauscht. Weil der Verbreitungsmotor schon über 70% war. Das lassen wir doch mal ein bisschen Abstand auf den Stroll da vorne. Und dann wollen wir mal. Oh ja, Max ist auf jeden Fall aggressiver auf der Hinterachse. Noch aggressiver als Fett. Das ist nicht meine Kurve. Die Rechtskurve und Linkskurve beim Casino. Ocon fährt eine 13.2. Die wäre in der Theorie drin. Hafenschikane kann man sehr spät bremsen. Also die Runde wird schon mal nicht. Oder vielleicht doch. Wieder die Wand leicht touchiert. Und das musst du hier, wenn du es schnell sein willst. Ja, schneller rein, Ausgang aber nicht so toll. Leicht nervöse Hinterachse. Fernando auf P7 hinter uns jetzt schon. Hülkenberg vor uns. Schön genommen die Kurven. Eine Zehntel habe ich noch gefunden. Reicht aber nicht für Hülkenberg. Zwei Runden und wir mit dem Benzin noch
Das war schön am Limit gefahren. Oder habe ich jetzt eine Zehnte liegen lassen? Okay. Aber die haben wir wiedergefunden. Jetzt nervt mich schon der Stoll so ein bisschen. Ich folge dem Stroll. Mit der Zeit sollte ich weiter sein. Also der ist jetzt, also der 12er Zeit ist drin. Der Massa auf der 6, okay. Wir momentan auf der 7. Alter, ist hier sogar Q3 drin. Ich bin in meiner Schnelle natürlich ziemlich ruhig. Ist logisch, wir fahren hier in Monaco. Die Wände sind sehr, sehr nah. Mich wundert, dass noch nicht kein Frontflügelteil abgegangen ist. Also das Spiel ist ja gnädig da in dem Bezug. Gut, es ist Monaco. Wir fahren ja echt am Limit, am absoluten Limit. Wir schauen uns mal die Zeit von Alonso an. Das ist meine Strecke. Ich habe das Gefühl, die KI ist hier im ersten Sektor ein bisschen stärker. Dafür verliert sie im zweiten und im dritten auf mich. Also gerade da im dritten verliert Alonso richtig auf mich. Da sind diese schnellen Passagen, die richtig geil in diesem Ableger zu fahren ist. Allgemein finde ich Monaco hier richtig geil zu fahren. Und ich würde nicht mehr sagen, dass es wirklich noch eine meiner Hassstrecken ist. Nee. Hier würde ich sogar sagen, das ist einer der geilsten Rennstrecken. Alonso bummt dann auf der 10. Könnte man ja schon fast riskieren, mal zu spulen. Und ich habe die 1.13 nochmal bestätigt. Die 1.13.1 ist drin. Also ich würde sagen, Q3 ist möglich. Also Q3 ist möglich. Da wollen wir mal gucken. Wir bleiben auf Position 8. Den Rest spulen wir mal vor. Wir sind momentan auf P9. Jetzt sind wir immer noch auf P9. Also wir kommen weiter. Und zwar dicke. Und Alonso, der ist auch sehr gut dabei. Ricciardo auf den Superstop. Ich weiß nicht, was der hier veranstalten möchte, aber das reicht nicht. Fährt auch gerade so noch weiter. Was geht hier ab? Ricciardo hat sich wohl offensichtlich verbessert. Wir am Ende auf der 11. Das könnte ein Einzug ins Q3 werden. Alonso ausgeschieden. Wir haben unser Teamkollegen geschlagen. Und auch ausgeschieden. Lance Stroll, Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson. Und deine Quert musste auch das Zeitliche hier segnen. Also, 5 Zehntel haben wir unseren Teamkollegen schon abgeknöpft. Also bei 110 wäre das schon ein heißes Ding gewesen. Ja. Gut, da könnte man jetzt schon spekulieren, hier Schwierigkeitsgrad hoch oder nicht. Aktuell möchte ich es echt belassen, weil es ist halt Monaco. Und Monaco liegt mir hier richtig gut. Monaco ist hier richtig, richtig nice zu fahren. So, Q2, da es am Anfang des Rennens regnen soll, interessiert mich nicht, wie viele Runden der Reifen runter hat. Wir lassen das einfach alles so und fahren direkt raus. Direkt raus, wollen gleich die Zeit bestätigen. Mit den Ultrasofts. Und dann müssen wir mal schauen, was in Q3 noch möglich ist. Und dann müssen wir schauen, von wo wir starten. Also Platz 8, Platz 6, mit Platz 9 und Platz 10 wäre ich richtig zufrieden schon. Die Force India, boah. Ja, die holen immer noch ein bisschen was raus aus dem Wagen. Aber wenn ich die perfekte Runde mal hinbekomme, echt in Q3 oder jetzt in Q2, wäre ich schon, das wäre super. Das wäre schon super. Das wäre ein Traumergebnis. Ja gut, in Q3 nehmen wir natürlich weniger Benzin mit. Aber in Monaco, da musst du viele Runden drehen. Ich kriege hier ein bisschen Panik beim Getriebe nur. Das hat schon 33%. Ich glaube, ab 50% können Gänge ausfallen. Und das wäre... Jetzt würde dieses Rennen nicht so toll. Aber in der Grid Penalty will ich nicht eingehen, wenn wir hier schon mal so eine gute Ausgangsposition haben. Dann auf keinen Fall. Dann fahren wir das Ding hier auf jeden Fall runter. Roter wie Öl. Ich will schon die 12 versuchen zu fahren, die 12er-Zeit. Eine 12er-Zeit wäre richtig nice. Wir haben momentan die ganzen Komponenten 1 drin. Monaco natürlich immer die Gefahr, in der Wand zu enden. Klar. Und wollen wir mal. Keiner aus der Box. Beste Bedingungen.
Ja, nicht so schön genommen wie vorhin. Ja, die erste Runde ist aber so verhalten noch bei mir, ja. Da habe ich gerade diesmal nicht so toll genommen. Tabak ist richtig geil zu fahren. Oh, das war klar abgekürzt, aber da kann ich nicht aufs Gas gehen. ...12,8 von Perez. Okay, hier, das ist eigentlich gleich gut. Ah, danke, Heck. Oh, aber besser, okay. McDaniel fürs India Sandwich. Okay, ja, wir knacken die 12er-Zeit. Und wir knacken auch Perez. Das bedeutet, wir können vor Force India hier starten. Das ist möglich. Das ist so geil. Ah! Obwohl ich das Auto noch nicht ausgebaut habe. Eine 1.12.7. Oh. Also bringt Fetty auch knappe 6 Zehntel. Also wenn wir die Zeit nochmal wiederholen in Q... Ja. Alter, in Q... 3, dann könnten wir auf Platz 7 schauen, hinter den drei Top-Teams. Alter, hier ist so viel drin mit diesem Wochenende. Dann noch das Wetter. Runde 1. Da kann man gut nicht viel gut machen. Das stimmt schon. Aber hier ist was drin. Hier ist echt was drin. Hier ist was drin. Wow! Ja, das war knapp an der Wand links. Ja, eigentlich müsste ich den Reifen schon, aber wir brauchen ihn nicht. 4% ist jetzt auch nicht gerade viel. Wir sind 3 Runden gefahren, das ist super. Alter, dieses Wochenende läuft echt nach kompletten Fahrplan. Und diese 12.7 wäre Alonso nicht gefahren, auch nicht auf 110, da bin ich mir ziemlich sicher. Eine 1.12.7, boah, ist das geil! Eine 1.12.7. Und der Part geht erstmal 14 Minuten. Wir sind noch nicht fertig. Alter, vor den beiden Force India zu stehen. Was ist Alonso hier im Q... Ne, Verdonn ist ins Q3, glaube ich, gekommen und hat das Auto geschrottet. War das nicht so? Bei Schwimmbadausgang? Ich glaube, ja. Da hat er, glaube ich, das Auto geschrottet. Das darf mir nicht passieren. Das ist tödlich. Aber die Runde war fast sauber. Da waren so ein paar kleine Dinger noch, die mich persönlich stören, aber auch der erste Sektor Bombe mit einer 17, ne, mit einer 19,7. Da verliere ich aber zum Beispiel auf dem Perez diese 4 Zehntel. Die hole ich dann aber raus, auch gegen einen Daniel Ricciardo, 4 Zehntel. Oh, wenn ich die finden würde, ey, das wäre so krass. Bottas, die ersten, ja, wo ist der Verstappen eigentlich? Verstappen noch ohne Zeit, die Fans, die wollen schon jubeln. Massa auf der 10 mit einer 1,13,1. Verstappen nur auf der 12. Das wäre die Überraschung schlechthin. Aber ich kann sagen, wir sind in Q3. Ja, wir sind in Q3. Verstappen hat es gerade so noch geschafft. Wollen wir auch mal das so ausdrücken.
Wir sind zum ersten Mal ins Q3 gekommen, ausgeschieden. Kevin Magnussen, nein, doch auch auf der 12 und Felipe Massa auf der 11, Sainz auf der 13, Palmer 14 und Grosjean auf der 15. Und nur 1,1 Sekunden weg von Ferrari. Hamilton auf den Supersoft sich qualifiziert, das ist echt eine Ansage. Aber gut, ob ich diese 1,12,7 nochmal toppen kann in Q3. Oh, das wär genial. Das wäre richtig genial. Aber ist auch schwer. Ist auch richtig, richtig schwer. Wir nehmen jetzt für eine Runde oder zwei weniger Benzin mit. Jetzt kommt es echt auf die Feinheiten an. Jetzt geht's um die heiße Wurst. Fertig. Ja, ihr habt richtig gesehen, ich möchte... Ja. Ja, ich habe ja E4, ich habe ja E4, also einen frischen habe ich ja eh, ich bin ja eh auf Weicher gegangen, okay, dann passt das doch. Dann habe ich ja keinen zweiten Supersoft, dann habe ich nur einen Supersoft mehr, brauchen wir auch nicht. Also wenn wir den Frontflügel am Anfang des Rennens stitchen, müssen wir sowieso mit Softreifen durchfahren. Beziehungsweise es regnet ja sowieso, also der Softreifen ist sowieso hinfällig eigentlich. Und ansonsten brauchen wir eh nur einen Supersoft, um durchzufahren, also von dem her. Da brauche ich mir gar keine Gedanken hier machen. So. Diesbezüglich. Gedanken machen muss ich mir nur um die Position. Platz 7. Jetzt ist der Ehrgeiz da. P7 möchte ich gerne haben. Also wenn schon Q3, dann ein Top-Ergebnis. Okay, den Helmet lassen wir mal im Tunnel vorbei. Gut, den könnte ich jetzt jedes Mal aufhalten. Klar, wir dürfen, dann würde ich noch einen Platz gewinnen. Nee, was mache ich nicht. Fairer Sportsmann. Hat jetzt echt da die Wand geknutscht. Ich glaube ja. Oh je, Hamilton. Das wird nicht dein Wochenende, kann das sein? Das war auch bei Rosberg nie. Da war da fahren die, glaube ich, gerade so knapp dann vorbei. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen Abstand. Hier brauche ich nicht so wirklich Übung. Lässt sich eh alles schön, weil nur die Deutsche R möchte ich nicht haben. Die Kurve finde ich komisch. Da bricht. Da ist auf einmal der Grip da. So, los geht's. Oh, super war das schon. Der Kong soll, wenn es geht, gleich Platz machen. Weil den merke ich schon. Alter, oh Kong, das war der Perez im Übrigen. Ja, das meine ich damit. Die hat in dieser Hafenstrecke komischerweise Probleme. Ja, wir kommen direkt rein. Ah, da ist mir die gute Runde halt schon zunichte gemacht worden, bevor sie angefangen hat. Direkt rein. Ja, das kostet jetzt Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass der Perez da stehlen bleibt. Den Ocon habe ich wahrgenommen. Den habe ich jetzt den falschen wahrgenommen. Wie war der, der in der Auslaufzone stand? Den habe ich wahrgenommen. Den anderen nicht. Ich bin jemand, der gerne die Gelben ignoriert. Spätestens dann, wenn ich das wahrgenommen habe, dann ignoriere ich die Flagge. Aber ich erwarte nicht, dass da ein Perez geht. Also Frontflügel bitte ganz schnell austauschen. Wir ziehen gleich einen neuen Reifensatz drauf und sofort dann raus. Wirklich gar nicht lange warten. Ärgerlich, ärgerlich, richtig ärgerlich. Die Runde war schon nicht schlecht. Gerade mit Kurve 1, die war nicht schlecht. Gut, eine Minute, damit kann ich leben. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Den Reifensatz nehme ich dann. Mit P10, das reicht mir nicht. 15,8, 15,9, die wurden auch aufgehalten. Vettel 13,2, ist auch noch zu schlagen. Hülkenberg auf der 3 mit einer 13,0, das müssen wir alles schlagen.
Das soll alles schlagbar sein. Oh, der Raikön, der legt ein Brett vor. Und da ist gerade Schau bei Mercedes. Ja, da ist ein richtiger Schau gerade. Dann haben wir noch den Ricciardo, ist in seiner Inlap-Session. Perez geht jetzt auf seiner schnellen. Dann war das sein Teamkollege Ocon, der da scannt. Ja, Ocon scannt dann da. Den habe ich wahrgenommen, den Perez nicht. Perez fällt jetzt auch auf seine Inlap. Hülkenberg geht in eine starke Position. Könnte wieder unser Gegner werden für das Rennen. Daniel Ricciardo momentan auf der 3. Die 12-2 ist schon nicht zu knacken. Perez mit der 12-5. Nicht schlecht. Ne, die Zeit ist echt nicht schlecht. Alle momentan drin, ja. Alle machen sich eigentlich bereit für den letzten finalen Schuss. Alter, eine 12-5. Ich glaube, Perez kriege ich nicht. Also bei einer 12-5, da muss noch mehr sitzen, ey. Da muss jede Kurve passen. Ich bin bereit. Ich hoffe, der Flügel auch. Da muss alles passen. Ich finde auch Kurve 1 viel angenehmer zum Anbremsen. Ich finde auch oben die Rosberg-Verbremserkurve perfekt zum Anbremsen. Das ist echt einfacher geworden, die Strecke. Am besten sich gleich einschießen. Strahlend blauer Himmel. Der erste fährt auch schon wieder raus. Das könnte Ocon sein. Die Runde muss schon gut sein. Was war denn das für ein Konzentrationsfehler? Oh. Wir müssen nochmal rein. Was war denn das für ein Fehler? Hat er so früh die Lenkung aufgemacht? Scheiße. Gut, wir haben noch über 5 Minuten, also noch keine Panik. Jetzt schiebe ich Panik. Oh Mann. Das war jetzt echt nicht... Das war sinnlos. Sinnlos und sinnfrei vor allen Dingen. Das dauert jetzt nochmal eine Minute. Komm, macht hinne. So ein echt leichter, blöder Konzentrationsfehler in der Löwskurve. Wir haben auch schon 2.30 Uhr. Dumm. Philipp, Konzentration. Konzentration nochmal aufrechterhalten. So, wie lange braucht er für den blöden Flügel? Wieder eine Minute 30, obwohl er noch ganz leicht angeknackst ist. Wechseln, zack, drauf, fertig, boom. Im Boxenstopp geht das 10 Sekunden. Warum brauche ich hier 1,30? Ja, 1,30. Oh, reicht für eine Runde. Okay, wir müssen es auf eine Runde gleich hinbekommen. Oder ich muss besser gesagt auf eine Runde hinbekommen. Scheiße. Boah, das wollte ich nicht, ey. In Q3 auf eine Runde. Bei 2,20, ja. Konzentration. Sammeln. Wir haben eine Minute Zeit, um uns zu sammeln. Wie gesagt, den Perez schreibe ich da jetzt mal raus. Platz 8. Steht da eigentlich Alonso noch drin? Nö. Den Wagen nimmt man weiter nach wie vor raus. Aber man kann die Reparaturzeit überspringen. Alles fertig. Okay, scheint auch keinen Bug zu geben. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, alles fertig, wir sind bereit. So, ganz ruhig. Jetzt ganz ruhig. Sammeln. Wir haben zwar nur noch einen. Mann, ist scheißegal. Sammeln, Konzentration. Punkt. Raikön, wie ein echt würde momentan auf der Pulsch. Also,
Kein Fehler machen. Ja, auf Max fahren. Spielt keine Rolle. Kein Fehler machen. So, Konzentration ab jetzt bei mir. Okay, die fahren jetzt auch nochmal raus. Der Reifen ist jetzt leicht angefahren, das spielt aber keine Rolle. Ja, muss ich nach dem Qualifier nochmal eine Komponente tauschen. Die MGUK. Was habe ich hier für einen Fehler gemacht? Das muss ich mir echt im Nachhinein selber nochmal angucken. Alle draußen, okay. Der Showdown beginnt. Oder das Showdown beginnt. Ne, der Showdown. Okay, kann man schnell runterschalten. Noch schneller. Okay. Na, ja, der soll ich schon öffnen. Ja, leicht die Wand touchiert. Ja, jetzt passieren halt richtige dumme Fehler, echt. Ich hab's nicht gesehen, für was reicht's? P8! Doch noch geschafft. Da war aber mehr drin, da war noch ein bisschen mehr drin. Nicht viel, aber P7. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell. Boah, Paris 6. Die Top 3. Raikönen, Bottas und Sebastian Vettel. Für heute war's das. Boah, eine Zehntel! Boah, eine Zehntel! Und wo hab ich den Zettel liegen lassen? Irgendwo hab ich auch die Wand geknutscht, ey. Wo war denn das nochmal? Ach ja, die Rosberg-Verbremserkurve. Alter, Kimi mit 17.000 vor Bottas. Ach, fette 29.000. Wie in echt, glaube ich, die Zeitabstände. Hamilton auf der 4, Ricciardo 5. Ich weiß nicht, wie Perez auf die 6 gefahren ist. Alter, wir waren an Verstappen dran und wir auf der 8. Hülkenberg haben wir noch geschlagen und Ocon auch. Boah, tut das. Das tut auch irgendwo so richtig, richtig gut. P8 im McLaren. Hier ist am besten noch 7 Grid Penalties und zwar alle vor mir, das Ganze von der 1. Getriebe wird fällig bei denen. Das Getriebe wird fällig bei denen. Auf jeden Fall, wir nehmen erstmal die Ressourcenpunkte mit. Q3, das ärgert mich eigentlich am meisten gerade. Q3. Q3 ärgert mich richtig. Die könnte mir auch mehr als 10 Punkte geben da. 105 Ressourcenpunkte, wisst ihr was? Damit haben wir die 500 Ressourcenpunkte, die ich immer anstrebe pro Wochenende, schon erreicht. 200, 280, 360, ja, fast 460. Und dann bleibt ja noch das Rennen übrig. Und die Realität! Geschafft! 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 Nice! Und hier geht's auch nur nach rechts. Das Rennen zählt aber schon mehr. Boah, hammerhart, hammerhartes Ding. Bevor wir uns das Rennziel angucken, ganz kurz noch eine Komponente tauschen. Und zwar, genau, die hier. Gibt es keine Strafe, das ist wichtig. 251 Runden. Schade, dass es beim Getriebe nicht geht, aber 35%. Ich glaube, da habe ich jetzt... Boah, das wird knapp. Boah, das wird knapp. Mit dem Getriebe wird es richtig knapp, ey. Da werden wir die 50% auf jeden Fall im Rennen erreichen. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft.
Platz 13. Ich erwarte deutlich mehr. Und Fernando schlagen. Ich weiß gar nicht, ob es momentan hier regnet. Müsste ich mal schauen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis auf Q3 war ich damit doch sehr zufrieden. Und schaltet bei dann morgen ein zum Rennen hier in Monaco. Mal schauen, ob wir wieder das gute Ergebnis aus Spanien nochmal toppen können. Das wäre richtig traumhaft geil.